Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bang, der Pizmeat Edition. Wir spielen heute ausnahmsweise mal zu sechst, was wir bisher noch gar nicht getan haben. Heißt, das Ganze wird ein bisschen kniffliger. Falls ihr die Regeln von Bang noch nicht kennt, habt ihr leider Pech gehabt. Denn Jay kann die heute nicht erklären. Was ich sehr schade finde, weil Jay ist der beste Erklärer, den wir haben. Wieso kann er die nicht erklären? Weiß nicht, Jay, möchtest du die Regeln erklären? Tut so, als wenn AFK. Ja, ist gar nicht da. Ich dachte, so. Regeln sind ganz einfach. Guckt euch die Folgen vorher genau. an. Guckt die letzte Folge, da haben wir, glaube ich, gerade, weil wir da die Pizmeat Edition irgendwie zum ersten Mal gespielt haben, wahrscheinlich die Regeln nochmal erklärt. Lars Kalthoff, danke schön, dass du das überarbeitet hast mit 7 neuen Helden. Danke. Danke, Lars. Wäre jetzt lustig, wenn Peter wieder nicht gezogen wird. Ich hatte jetzt Tibizmit habe ich gezogen als Rolle. Das heißt, die Aufgabe vom Hater als auch vom YouTube-Mitarbeiter ist, mich quasi zu töten. Der Abonnent sollte das möglichst verhindern. Und der Abonnent, es gibt nur einen Abonnenten bei 6 Leuten. Naja, mach dir keine Sorgen, Christian. Es gibt einen Abonnenten, richtig. Die Hater sind zu dritt. Das heißt, wird ein bisschen schwieriger und ein bisschen leichter für die Hater, finde ich, wenn man da zu 6 spielt, wa? Na, ja, der YouTube-Mitarbeiter ist mit 3 gegen 3. Oder? Der YouTube-Mitarbeiter muss sich halt erst auf die Seite von Team Pizmeat stellen. Ja, aber dann muss er alleine gegen 2. Also der YouTube-Mitarbeiter ist halt voll am Arsch. Du kannst ja vielleicht einen Seitenhieb für den Abonnenten geben. Also nicht, dass das ihr jetzt gleich gegen mich machen sollt, ja, aber. Du bist der Abonnent, meinst du, ja. Da bist du eh der letzte Mensch an diesem Tisch, den ich vertrauen würde. Oh, okay, wir ziehen jetzt mal die Helden. Aber ich fang einfach Untergang mal an, okay, keiner hat dagegen gesagt. Nee, ja, der Christian fängt doch an. Okay, Christian, ja, nee, Peter. Weißt du, jetzt kriegt Peter nicht seine Karte für den Snob beiseite. Ja, er hat sich Peter nach oben gelegt. Du den besten Helden nicht. Ja, natürlich. Dann ist der Spieler Rick. Was bist du, Christian? Meine Fresse, ich bin Graf Dalukar, Blutsauger. Mein Gott, ist das Bild schlimm. Dalu. Boah, das Bild ist echt, das ist, warte mal, wer ist denn das nochmal, das Original? Das von den Haaren. Ziehe eine Karte, wenn du eine der folgenden Karten spielst. Angriff, ach du Schande. Alter, das ist voll super. Holy Angriff, shit. Gangbang oder Battle for One. Ich finde alles die, klar, bist also ein böses Team, ein angreifswütiges Team. Ja, eben, ja. Also für den Team Pizmeat finde ich die Karte ehrlich gesagt ein bisschen kacke, weil so viel angreifen sollte man ja eigentlich. Ja, gut, bist du halt ein aktiver. Da du ja weißt, dass ich in deinem Team bin, kannst du ja alle einfach vielleicht, ganz okay, angreifen. Dalu werde ich in der ersten Runde greifen. Ich glaube, Dalu ist der Verrückte, der YouTube-Mitarbeiter. Ich glaube, der muss als erstes sterben. Ich glaube, du machst einen Fehler, Christian. Wie schon mal übrigens. Ja. Schrammeln! Oh, hat der große Nase, Alter. Das sieht aus wie ein Originalfoto von dem. Also kein bisschen verändert und so. Ne? Kannst du einfach nicht lassen, deine überdimensionalen Dinge anderer zu stecken. Nachdem dein Zug vorbei ist, kannst du dir die obersten zwei Karten des Stapels anschauen und beliebige Reihenfolge auf den Stapel zurücklegen. Oh, das ist cool. Das ist für die Bombe richtig böse. Oh mein Gott, das ist ja wirklich übelst. Ey, Bram, was bist denn du? So deine Rolle? Das ist geil. Also du kannst quasi die Bombe zum Explodieren bringen. Bram, ja, du hast auf jeden Fall eine doppelte Chance. Willst du Christian töten? Ich? Nee. Du willst nicht Christian töten? Okay. Ja, will keiner. Ich schon. Cool. Okay. Ich bin dran, ich zieh mal meinen Helden. Den. Ich hab Christian Flammhaus, den Feuerteufel. Alter, was ist denn da schiefgelaufen mit dem Mund? Das ist ein bisschen falsch. Alter. Ja, das sieht ein bisschen aus wie einer unserer Thumbnails von der Qualität her. Ja, und jetzt. Wenn du einem Spieler erfolgreich Schaden zufügst, wirf einen Würfel, ist die Augenzahl gerade, muss der angreifende Spieler eine seiner ausgerüsteten Karten den Flammen opfern. Alter. Okay, das ist böse. Auch ein sehr proaktiver Held. Ja. Gott, ich hoffe, einer von euch zieht Snobby D, Junge. Jeder hat seinen Preis. Wir stehen die gesamten Geldmittel der Pizmeat Offshore-Konten zur Verfügung. Und eines hast du mittlerweile begriffen. Mit genügend Geld kann man jeden bestechen. Selbst den Tod. Wenn dein Leben auf Null fallen, wirst du einmalig mit 2 Leben wiedergeboren. Lol. Das ist ja geil. Okay, eigentlich habe ich. Ja, ist krass. Okay. Wiedergeboren nice. Heißt aber trotzdem ohne Hand, ne? Okay. Dein Träum. Wiedergeboren ist deiner Leben, tot, ist dann wieder. Okay, ich zieh auch mal. Moment. Nein, ich meine ohne Handkarten und Karten. Achso, ich hatte mir die ja schon vorher rausgenommen, weil das ist jetzt der beste Held, natürlich.
Das ist Optimus Sepp, der Transformer. Wieso sehe ich den nicht? Hier, bei mir ist er. Jedes Mal, wenn du am Zug bist, kannst du deine Gestalt durch übertriebene CGI-Effekte wechseln und deine Werte für Distanz und Reichweite miteinander tauschen. Wie geil ist das denn? Ist das geil? Ja, da musst du jedes Mal mal was Zuges dann machen. Was auf jeden Fall geil ist, Peter, ist, dass du 5 Leben hast. Also als Dator als Einziger. So, dann ziehen wir jetzt. Ich will nur eine davon. Okay, aber welche nehme ich denn? Und wir haben. Oh, ich habe natürlich den Jay. Ja, Dr. Med. Ich heile nur mich selbst. Ich heile nur mich selbst. während deines Studiums der Tiermedizin hast du nebenbei auch noch Kenntnisse der richtigen Medizin erworben. Das ist ja wohl eine Frechheit. Das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Die Anzahl deiner Leben ist nicht begrenzt. Wenn du noch kein Leben verloren hast und geheilt bist, erhöht sich dein maximales Leben um die entsprechende Anzahl. What? Das ist krass, also wenn du, oder? Das ist die Team Pizmeet-Karte vor dem Herrn, ey. Warte mal, die Anzahl deiner Leben ist nicht. Ja, ich habe kein Maximum von 5. Ich kann kannst so halt 6, 7, 8, 9, 10 Leben haben, wie du willst. Ja, aber du musst vorher dich auf 5 wieder hochheilen. Ja, logischerweise. Und dann ja, sonst kannst du ja nicht mehr. Heilen. Also von 3 auf 7 geht ja schlecht, wenn du dich um 1 heilst. Ey, Dalu, was bist du für eine Rolle? Achso, gibt's keine Karten, die mehr was heilen? Was bist du denn, Peter? Glaub nicht. Ich hab dich zuerst gefragt. Ja, das, Alter, und wo steht diese Regel? Fängt an, Christian, oder? Oder? Gucken wir uns den ja an. Ich muss jetzt... ja, lass den auch mal gucken. Bram will sich natürlich sehen. Keine Kompromisse. Bist du der Braminator, eine Mischung aus Cyborg und Bodybuilder oder kurz Stephen Hawking auf Steroiden? Auch wenn du kein Wort Englisch sprichst, vernichtest du alles und jeden, der sich dir in den Weg stellt. Deine normalen Angriffkarten können nicht durch Blocken abgewehrt werden. Dafür aber nur 3 Leben. 3 Leben, holy shit. Das wäre aber nicht so nice. Du bist aber ratzfatz weg bei 6 Leuten. Fängt direkt an, tot. bevor du dran warst. Ja, ohne Scheiß, bist direkt tot einfach. Peter, magst du deine Leben hinlegen? Dann sieht man besser, wie viel Leben man noch hat. Okay, ausnahmsweise. Dankeschön. Aber nur Peter, Jay nicht. Du kannst gestapelt. Ja, das ist schön, Jay ist bei mir nicht auf dem Bildschirm. Ich bin aber ein Teammate, das ist wichtig. Dann du bist Teammate? Ja, alle sind Christian sein Teammate. Entweder zoome ich halt so weit rein, dass man was erkennen kann, dass man Jay nicht... Oder ich zoome halt so weit raus, dass man Jay sieht, dann finde ich das ein bisschen klein. Naja. Wie viele Karten? Ich darf jetzt 5 Karten ziehen, wa? Genau, erst zieht ihr die Handkarten und danach ziehst du ja nochmal 2. Ja, aber ist nicht der. Ja, 5, okay. Erst zieht einfach jeder die Handkarten und dann fängt Christian mal sozusagen was an. Was wir da so haben. Ach du Scheiße. 4 für the Nose. Ja, Stück darf ich. Ich Christian würde sagen, verteilt gleich erstmal Schelle oder mein, so. Wenn irgendwer mein Teammitglied ist, dann muss der aber richtig reinklotzen. Jay? Sind die denn alle krumm? Ja, das mit den Karten in dem Update zackt irgendwie. Cool. Oder man hat das noch nicht rausgefunden, wie man die richtig hinlegt. Jeder halt vernünftig reinziehen. Ach ja, Peter, wir ziehen ja mehr. Hast du auch 5? Ah, du hast ja auch 5. Ja, und ich bin Alter, die Karten sind ja obergeil, ohne Scheiß. Einmal Props nochmal an den Ersteller. Ich kenne die halt auch noch nicht. Ich spiele zum ersten Mal, das ist geil. Haben alle? Ja. Cool, dann legen wir mal los. Moment, dahin. Wait. Oh, ja. Okay, jetzt geht's hart ab, Junge. Wie war denn nochmal der Unterschied? Durfte man Wagen, also Vehikel und Waffe haben oder nur Waffe oder... das ist... Oder? Waffe, und Unterstützer und... Genau. Was dritte? Vehikel, glaube ich. Vehikel, okay. Also Vehikel und Waffe. Es steht ja diesmal, glaube ich, ist es so, dass unten auf dem Bild... ja, da steht ja Waffe. Genau, oder ja, genau. Oder so du kannst alles, ist alles so kategorisiert, dass du alles einmal haben kannst. Okay, dann fangen wir mal an. Ich weiß nicht, welche Farbe das ist. Ich glaube orange. Dann habe ich zumindest mal eine Waffe, aber die ist halt, naja... Alter, du kannst eine Handkarte des Spielers entfernen. Das, jetzt kannst du alle angreifen, außer mich. Das ist doch genau richtig. Finde schon was scheiße. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich mich gegen das hier entschieden und nehme tatsächlich das hier. Hast du so viele Equipment? Oh, lol. Krass. Das ist gut für dich.
Brauchst nicht mich anhalten. Ach so. Das ist gut für dich. Ja, Christian, sehr gut, sehr gut. Ja, ja, ja. Was? Das freut mich aber. Wer hat denn hier wie viel Leben? Ich mag da du nicht. Peter hat schon angekündigt, dich umbringen zu wollen. Ich würde auf Peter gehen. Sepp hat übrigens auch bei der Kartenverteilung gesagt, dass er nicht angreifen will. Also die beiden solltest du am ehesten angreifen. Er wollte nämlich wissen, was Bram für eine Rolle hat und hat gesagt, ja, ich will. Eigentlich eine lustige angreifen. Nummer, den Gedanken habe ich auch gehabt. Ich wusste, dass Peter und Sepp mir das gesagt haben. Da Jay da aber unbedingt nochmal drauf hinweisen, muss mich gerade überlegen, Jay anzugreifen. Alter, nein, warum denn? Das ist eine ausgezeichnete Idee. Weil ich doch der Gold bin, weise ich darauf hin. Finde ich pauschal auch erstmal eine gute Idee. Aber derjenige, der quasi nur vorgeben will, mein Freund zu sein, der würde doch, ach komm, hier, ich greife Peter. Dann. Okay. Ja, boah, das kam jetzt unerwartet. Out of nowhere. Krieg ein Damage. Echt jetzt? Boah, Peter! Peter, krieg ich noch eine Karte. Du kannst doch nicht direkt hier down gehen, Peter. Nee, also, er kriegt keine. Er entfernt jetzt, eine. Achso, ja, okay, dann wirf eine weg. Moment, ich darf eine wegwerfen. Nee, du ziehst eine Karte. Karte. Wenn du ziehst eine Karte und ich muss eine jetzt wegwerfen. Warum beziehungsweise du musst eine ziehen. Ja, aber die Frage ist, ob ich halt quasi jetzt von dir einfach in die Karten greifen darf. Und ich denke schon. Ziehe eine Karte, ist aber vom Stapel in der Mitte. Ja, klar. Und wenn du einem Spieler Schaden zufügst, kannst du eine Handkarte des Spielers entfernen. Heißt für mich, er darf entscheiden, welche meine Handkarte. Sag doch einfach, damit man die nicht immer umdrehen muss als Handspieler, sag doch einfach so von links nach rechts die Zahl. Man muss dir erzählen können. Die zweite von rechts. Weil dann muss der Spieler muss nicht immer alle Karten umdrehen. Ja, aber so muss immer alle erst umdrehen. Oh, keine Sniper für Krankenhausdach für Arm Peter. Das ist traurig. War nicht schlecht, Christian, aber gut. Der Angriff kann auch weg, ne? Ja, aber eigentlich sogar andersrum. What? Damit wir es halt, falls einer die Fähigkeit hat, Sachen aufzuheben oder so. Stimmt. Okay, da werde ich, wenn ich die benutze, nochmal fragen müssen, wie das funktioniert. Beziehungsweise, ob man sich da absprechen darf. Also darf ich? Bin ich cool. Ich habe 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich bin fertig. Moment, ich muss noch meine Reichweite umstellen. Okay. Was habe ich denn? 2, warte, das Reichweite. Ne, plus 2 heißt, ich habe 3, ne? Ja. Du hast ja 1, 1 normal. Ja. Dann bist du dran, Dennis. Alles klar. So, möchte sich denn noch wer outen? Okay. Ja, fehlen ja nicht mehr. Haben sich doch alle geoutet. Du und Bram fehlen noch. Ja, ich darf. Haben halt sich doch alle geoutet. Du und Bram fehlen noch. Ja. Haben sich aber nicht alle geoutet. Dalu ist ein YouTube-Mitarbeiter. Dalu ist YouTube-Mitarbeiter? Nein, ich habe Jay gefragt, ob er YouTube-Mitarbeiter ist. Also ich? Ich habe Sepp verstanden. Nee, bin ich nicht. Jay ist Hater. Sepp ist gut. Hater. Ich spiele einen richtig geilen Clown auf Christian und klaue mir die. Oh, okay, dann weiß ich Bescheid. Bram ist dann, der nächste Hater. Dann weiß ich jetzt auch Bescheid, Dalu. Ja, der erledigt. Die lege ich dann logischerweise auch direkt. Oder? Moment. Okay, das heißt Dalu, das Christian, erstmal zu genau, dritt und dann am Dalu, Ende Dalu. Christian. Für. Nee, schon da, schon. So, dann kriege ich damit eine Reichweite und Christian verliert einen Reichweite. Wie töten wir denn als erstes Team? So, und da ich jetzt genauso viel Reichweite habe wie Christian zur Distanz, kann ich ihn angreifen, also greife ich Christian an. Ich glaube aktuell erstmal nur Bram und Peter. Jay. und dich nicht, oder wie? Was machst du? Du greifst mich an? Cool, dann krieg ich Schaden. Ja, alles klar. Angreifen. Das ist nochmal der Unterschied zwischen Reichweite und Distanz ist negativ, ne? Weiß ich nicht. Distanz ist, wie weit du schlagen kannst. Nee, Quatsch. Distanz ist, wie weit Reichweite. Du weg bist und Reichweite ist, wie weit du schlagen kannst. Okay. Und ich habe zwei Reichweite, ja, zwei Distanz, also. Ja, ich wollte das nur nochmal wissen. Die ganz linke. Oh, das ist schön, die bräune ich. Soll die aufdecken? Jo. Ja, die kommt ja hier auf den Stapel drauf. Oh, das wäre aber gar nicht so schlecht. Boah, plus 3 Distanz, krass. Also das wäre nicht schlecht. So, jetzt darf ich aufziehen auf 4, ja, kann ich aber nicht, ab, weil ich... Dann kann ich jeder angreifen. Ich hab, jetzt darf ich 2 ziehen, mir die angucken und in beliebige Reihenfolge wieder zurückstellen, ja? Ja. Ja, nicht so verstanden. Kann ich mir die angucken? Hier in dem Spiel oben drauf oder werden die da reingemischt? Also guck nur ich mir die jetzt an, das ist richtig, oder? In beliebige Reihenfolge zurücklegen heißt, das sind die beiden. Also oben drauf sozusagen. Also tauscht nur sozusagen du die oberen zwei Karten aus. Du sagst quasi, was ich für eine Karte bekomme. Ja, genau, aber... Ja, du kriegst beide.
Aber Christian, wäre die Flugzeugkarte nicht voll gut für dich gewesen? Stimmt, Leute, du kriegst eh beide. Ja, nein, aber der Unterschied ist, wenn zum Beispiel eine Bombe oder sowas kommt, wenn er was aufdecken muss. Egal, lass das mal. Sieht immer zwei Karten? Ah ja, stimmt. Okay, guck ich mir die dann an, ohne dass ihr das wisst. Alter, nimm die Dinger auf und guck dann nur legst du die Daumen drauf. Also das ist ja jetzt nicht so kompliziert, oder? Musst nur genau gucken, dass auch diese beiden Karten wieder zurückkommen. Peter, wenn ich durch so einen Roundhouse-Kick Schaden kriege, dann lege ich die ab und dann habe ich gar keine Distanz mehr. Ja, aber du hast doch keine Distanz, da kommt doch keine Sau mehr dann an dich dran, oder? Was für eine Rolle hast du? Durch das Duell-Ding brauchst du keine Distanz. Ich durfte zwei Karten ziehen, richtig? Ich hatte irgendwie nur einen. Ja, das ist korrekt. Du hast zwei Karten. Oder es gibt doch irgend so ein Ding, wo jeder Schaden kriegt. Was bist du denn? Die anderen haben gerade nicht aufgepasst, wir hätten die Info locker austauschen können. Ja, hab ich doch. Bist du ein Solospieler oder hast du ein Team? Das reicht mir schon. Oh. Ach so, ja, Moment, also dann. Also ich bin gegen Christian. Dann sag mir doch mal, was hat Sepp gerade gezogen? Du hast ja beide Karten gesehen. Sepp ist doch sein Blockenkarte gezogen. Muss nicht sein. Was bist du denn dann, Peter? Ich bin der Hater, Junge. Und dann weiß er, Sepp und Bram Bros ist das alles. Sepp hat auch am Anfang gesagt, dass er auf Christian geht. Du hast am Anfang selber gesagt, der komische Einzelspieler wird mit den Guten zusammenspielen. Dalu, das waren deine Worte am Anfang. Ja, aber du hast gesagt, Sepp und Bram sind Bros. Bist du und Sepp dann nicht auch Bros? Ja, ich bin mit Sepp Bro, ja. Nein, das klang gerade aber nicht so. Dalu? Ja. Du bist der Einzelspieler. Du machst einen Fehler, Sepp, wenn du ein Hater bist. Wenn du ein Hater bist, machst du einen Fehler. Warum mach ich einen Fehler? Weil ich auch Hater bin. Ich hab Peter und Bram. Das ist gelogen. Aha, ja, okay, jetzt auf einmal, ja. Du kannst es gerne machen, mach ruhig, ja, ist egal, aber du machst halt vorhin, jetzt keinen Fehler. Ganz am Anfang warst du noch Christian sein Mate. Man muss sich doch auch auf die richtige Seite stellen. Ja, komm hier, Dalu kriegt Schaden. Okay, ich krieg Schaden, alles klar. Aber Alter, du kannst blocken, außer du kannst mega kann nicht durch Block abziehen. Aber das spricht doch jetzt echt dafür, dass Sepp kein Hater ist. Ja, irgendwie schon. Ja, weil sonst wärst du doch auf Christian Christian gegangen. Nee, kann ich nicht. Christian hat eine Distanz mehr. Ja, aber da. Ja, aber Dalu ist keine Angriffskarte, ne? Ja, da also steht füge einem beliebigen Gegner, steht da sogar, ja? Das hat nichts mit Distanz oder Reichweite zu tun. Außerdem hast du Dalu ausgewählt sogar. Oh, was als Zufall. Dalu ist am weitesten weg von dir. Ja, Dalu ist noch weiter weg als Christian. Ich bin genauso weit weg wie Christian von dir. Nee, ich bin weiter weg. Also, Sepp, wenn du jetzt wirklich Hater bist, war das ganz schön doof. Bram, du kannst mir sagen, was Sepp für Karten gezogen hat, die kann ich ihm beide wegnehmen. Okay. Nee, die eine hat er schon gelegt. Okay, die andere? Die andere. Ich brauch den exakten Namen. Ach, du brauchst den exakten Namen, brauchst du. Okay. Deswegen habe ich dich vorher gefragt, welche Rolle du bist, dann hätten wir zusammenspielen können. Aber ich kann mir aber gut vorstellen, dass das von Sepp einfach nur Verwirrung war und der nicht wirklich der Einzelspieler ist. Oh, jetzt fängt Peter an, die Leute zu verteidigen. Oi. Peter ist der Einzelspieler. Ich hab eh verloren, egal. Peter ist der Einzelspieler, der sich da bei den Leuten einschleimen muss. Hä, wo ist denn da die Logik? Ich wäre als Einzelspieler doch voll dafür, wenn sich alle killen würden. Wir machen jetzt Folgendes. Jeder Hater greift nächste Runde einmal zu Proven bei Christian an. Dafür brauche ich aber die Range, ja, nur damit ich das proven kann. Du kannst gleich zwei. Warum hast du zwei Karten? Deswegen, okay. Okay, geil. Machen wir erstmal einen Roundhouse-Kick. Bam, Gangbang! Um Gottes Willen, Sepp ist tatsächlich der Einzelspieler. Okay, Sepp ist warum? Das wäre eine einzige Angriffskarte. Ihr könnt doch blocken. Ja, aber warum willst du angreifen? Das war doch nicht mal Sinn. Wenn du Hater wärst, dann würdest du hier am Tisch mehr Leute Schaden machen, die deine Verbündeten sind. Ja, ich auch. Alle ballern so weg. Dann lass bitte gleich Sepp wegmachen als erstes. Ja? Nein! Alles guck klar. Mal, ja, guck mal, Christian, wenn drei Schaden muss Christian noch bekommen, dann haben wir gewonnen, okay, Junge. Okay, auch okay. Ist für mich auch okay. Dann machen wir das. Kurze Regelfrage, wer dich auch angegriffen muss blocken? Nein. Nee. Du, kann, nein. Nee, du führst den ja aus. Aber dem Einzelspieler sollte klar sein, wenn ich draufgehe, hat der. Dem Einzelspieler sollte klar sein, wenn ich draufgehe, hat er verloren. Was soll ich denn machen? Ich war doch nicht dran. Hey, Leute, ich darf doch noch was machen, ne? Das war nämlich eigentlich mein Ziel. Ich hab doch jetzt jedem. Wem habe ich Schaden zugefügt? Habe ich Christian Schaden zugefügt? Allen außer Bram. Dann darf ich bei Christian jetzt doch würfeln durch meine Fähigkeit, weil ich. Ja, mach das doch. Und dann kann ich Christian sein Item. Muss er das bei allen machen? Darf man das nicht bei allen machen? Ja, ihr habt halt keine Items. Dann kann ich auch keine Items haben. Genau. Ja, da steht nur, wenn einem Spieler erfolgreich Schaden zufügt. Genau. Und das hat er. Und ich habe aber kein Item da liegen. Das heißt, mir kann er nichts wegnehmen. Ja, du hast recht. Okay, du musst heute für jeden würfeln. Ach, Scheiße.
Ja, Sepp, also ich weiß nicht, ob du aus der Summe noch mal rauskommst. Ja, ich bin da jetzt auch nicht. Ja, aber das war mein Interesse. Alter. Ja, ich hab, das war mein Plan von Anfang an, euch allen Schaden machen. Nachdem wir dir erklärt haben, dass es nicht so klug ist, da einen Schaden zu machen, haust du einen Schaden raus. Ja, weil ich dein Item wegmachen wollte. Das ist voll der gute Deal auf jeden Fall. Nee, das ist, glaube ich, gelaufen. Ich glaub, für okay. Scheiße, okay, dann bin ich jetzt dran, ja? Kannst du mich heilen, Jay? Das wäre ganz toll, weil ich glaube, ich bin tot, wenn zwei. Zwei. Ich versuche mein Bestes, Christian. Ja, du blockst aber fällt mir jetzt in den Rücken. Das kann nein, auch passieren. Tue ich nicht. Du bist mein Bait. Bram, wir müssen ihn jetzt gleich töten in dem nächsten Zug. Ja. Das ist jetzt der Plan. Mach mal 3 Schaden, denn ich mir übernehme den Rest. Hat Sepp beide Karten gespielt, die er gezogen hat? Nein. Was ist denn die andere? Die andere ist okay, die fangen Karte, wir die mal an. Hab. Peter, Battle for One. Ich fordere einem Spieler zum Duell heraus. Spiel nun abwechselnd Angriffkarten. Wer zuerst aufhört, erhält -1. Ja, Peter muss anfangen. Hau mal raus, deine Angriffskarten, Peter. Aber warte mal, ich muss noch hier +1 machen. Denk dran, du musst aber nicht. Du kannst den Schaden auch nehmen, weil er wird echt viele haben. Okay, das war's. Gut, du kriegst einen Schaden. Okay, Peter, ja. Komm schon! Dann regeneriere ich mein Leben. Wie viel geht das denn? +1 oder was? Ne? Ja, ich kann leider nicht dich regenerieren, sonst würde ich das. Ja, machen. Ja, kein Ding. Ja, ja, klar. Ja, frisch. Dann spiele ich mal den Merch-Shop raus. Wir ziehen 6 Karten. Oh, um Gottes Willen. Guck mal, was wir da Feines haben. Ah, doch, das ist Peter, gut. Aber du ziehst als 2. Ja, dich, wir sind im Rennen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich muss mal durchlesen. Hab ich 7 hier nicht? Oh, ich hab 7! Ups! Sorry! Oh, ich bin zu blöd. Ich leg die mal hier drauf, ja. Ja. Ja, der gute Block, der war echt mega wichtig. Okay. Ich krieg eh die Karte über. Okay. 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 Ich nehme den Angriff. Okay. Ich nehme den Gaukler. Warum hast du nicht den Gaukler genommen? Warte kurz. Ich glaube, ich nehme Don Capitano. Ja, also, ne, ist ja easy. Natürlich Erik. Ja, ich nehme. Ja. Sein ist nämlich Domi, was? No, keiner wollte Domi haben. Ich greife Peter an. Okay, ich benutze den Gaukler. Schade. Hättest du mal die andere Karte genommen. Ey, die hätte ja auch genauso viel gebracht. Ja, aber dann hätte ich die blocken können. Dann hätte er genau, ja, ja keine Blockkarte gehabt. Ah, fuck. Egal. Und ich mach Peter einen Schaden. Vielleicht hätte ich ihn dann getötet. So scheiße. Oh, der stand jetzt nicht glücklicherweise hab ich da ein Mistplay gemacht. Aber ja, Sepp hat jetzt gerade übrigens zugegeben, ne, dass er der Einzelspieler ist. Das habt ihr jetzt mitbekommen. Nee, der Play ist einfach mega, ey. Ja, das haben wir schon länger okay. Bekommen. Ja, aber jetzt dann halt konfirmiert. Ja, okay. Salut. Nee, aber Salut, du warst bei mir, oder? Alles ja, dann bin ich fertig. Ich dann immer noch Salut bei dir, Christian. Salut und ich bin bei dir, Christian. Alles klar. Weißt du, Peter hat mir gerade eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, hat gesagt, wenn ich jetzt sterbe, fliegst du raus aus Pietsmeet, hat er mir geschrieben. Deswegen habe ich ihn gerade leben lassen. Bullshit. Okay, dann heißt es dran, ich ziehe erstmal 2 Karten. Ja. Wenn du wirklich bei mir im Team bist, nee, Peter, dann musst du entscheiden, jetzt selber du deine Distanz Reichweite tauschen möchtest. Wieso muss ich das jetzt entscheiden? Weil da steht doch jedes Mal, wenn du am Zug bist. Ja, das heißt aber nicht jedes Mal am Anfang am deines Zuges, sondern ich bin aber am Ende meines Zuges immer noch am Zug. Stimmt. Ja. Ich glaube, am anderen Karten steht am Anfang des Zuges. Das heißt, du kannst halt während des Zuges 60 Mal switchen rein, theoretisch. Nee, einmal. Einmal würde ich sagen. Hätte auch einmal gesagt, ja. Die Frage ist halt nur, bleibt das dann auch? Also, bis du wieder dran bist? Ja, bis ich wieder dran bin, würde ich sagen. Also, ich würde sagen, einmal in meinem Zug kann ich einmal switchen. Ja, aber da steht auch nicht einmal. Ja, richtig, ich würde sagen, ich mein, wenn du schon sagst, am Ende deines Zuges bist du auch noch am Zug, dann kann ich sagen, ja, da bist du ja jedes Mal an deinem Zug. Jedes Mal, wenn du beim Zug bist. Also, jedes Mal. Aber nur wenn du am Zug bist, darfst du es wechseln. Aber jedes Mal. Ja, aber man ist doch nur einmal am Zug. Ja, richtig. Er ist jetzt gerade am Zug. Das heißt, er könnte jetzt switchen, jetzt switchen, jetzt switchen, jetzt switchen. Jedes ja, genau. Mal. Er kann ja, immer jedes Mal, wenn ich am Zug bin. Alter, das nicht heißt, jedes Zug, Mal, wenn Peter jedes dran Mal. Ist, kann er das switchen. Ich bin verwirrt. Genau. Mir egal. Ich sehe das an. Er kann das halt einmal in einer Runde. Ich bin dafür, dass du das machen kannst, was Vorteil da ist. Kann man in zwei Wörter so viel Kram reininterpretieren?
Okay, ich ziehe jetzt erstmal zwei Karten, ja. Zwitschen tue ich dann später noch. Peter ist eh nächste Runde tot. Mach das, Peter. Ja, wir gewinnen jetzt. Ich mach Christian tot. Das wäre echt, das wäre dann bis Play des Jahres von mir. Scheiße, Mann. Okay, pass auf. Ja. Fabian Döhler ist mein Unterstützer. Boah, der kann, der kann nicht mal leiden, Peter. Zwei Damage, Peter. Zwei Damage mache ich. Ja. Wenn, ändere die Reichweite. Ah, ne, du hast Reichweite, ist gut. Nee, ich hab Reichweite. Was ist hier ein Reichweite-Karte? Eins, zwei. Moment, habe ich jetzt plus, hab ich jetzt vier oder habe ich drei? Ich hatte plus eins vier. Und jetzt habe ich vier, oder? Ja. Ja. Ich komme auf jeden Fall an Christian dran, oder? Ja, gut. Das, Peter. Okay, Angriff auf Christian. Jawohl. Wir kriegen ihn. Zwei Damage wird er sogar machen, wenn er trifft. Ja, aber ich nehme Erik. Da hast du nicht ausgerüstet, der muss ja liegen. Nee, der muss ausgerüstet der sein. Der muss liegen, ausgerüstet ja. sein, ja, dann krieg ich zwei Damage. Oh. Das ist nicht gut. Krass, ist der direkt okay. geil? Es folgt Gangbang! Ja, nice. Er will uns auch noch mit töten. Oh nein, ich hab's echt verloren. Damit Jay, nice, also Jay, wenn, wenn, er, wenn jetzt Peter gekillt hättest, nice. War dann... Ja, danke, das weiß ich alle. Beste Runde ever, ey. Und? Christian? Ich krieg halt auch zwei Schaden, aber das ist ja egal. Ich hab geblockt. Ja. Du kannst vorbei. Nicht blocken. Wie geil! Ja? Okay. Ich gebe dir all meine Energie. Ja. Ich konnte ja nichts machen, ey. Nee, du konntest nichts machen. Ich hab den Misplay gemacht. Ja. Also, beziehungsweise, ich hatte am Ende. Apelt gewinnt wieder ohne was zu tun. Geil! Ja. Hammer! War nicht mal dran! Die erste Runde ist das. Oh ja. Gott. Ja, also, ich würde sagen, wir machen noch eine. War cool. ja, okay, okay, wenn wir noch eine machen, dann soll ich aber die erste mal vielen Runde, Dank Alter. Fürs Zuschauen und bis später. Es folgt Runde 2. Wir haben Jay rausgeworfen, nachdem er mich fast umgebracht hat, wie er letztes Mal angekündigt hat. Ach, ja, echt? So ein Missplay können wir einfach nicht wollen. Das ist ja jetzt wieder direkt wieder einfacher für den... Ja, aber weißt du, ja, jetzt genau. Peter halt hier Team Pietsmeet, dann muss der Taylor da gehen. Wenn, ja, wenn Peter, Peter gesehen hat, hat er Team Pietsmeet gezogen, dann ja. hat er gesagt, ja Jay, das tut mir leid, geht nicht. Ja, wenn der jetzt Taylor geworden wäre, wäre Jay doch dabei. Also saved mich alle, Leute. Ne, nicht alle, aber doch, saved mich einfach alle. Ich fange an alle. Jetzt hier mit dem Helden. Ich habe so viele Vorteile dadurch, dass ich Team Pietsmeet bin. Unter anderem bin ich halt Karte, geil. Wieder. Okay, ich bin... Die oh, ich bin direkt Snobby D, Junge! Was ein Zufall! Oh, was ein Zufall, Peter. Die achte Aufnahme, jetzt hat's endlich geklappt. Aber das ist eine super Karte für dich. Für mich ist die Karte tatsächlich ja. super. Ich habe nämlich jetzt die Möglichkeit, geboren. Wenn ich wieder aufzustehen. Und Dalukat ist Dalukat! Nein, ja, was ist denn jetzt los? Da, so, bei Bram ist das. Vorhin saß Dalu da. Hm. Ja, Bram, ja, warte, warte, Brille viel, Mann. Was hat denn Dalu nochmal, was kann er nochmal machen? Kann ich unabhängig von der Distanz sehen und angreifen. Ah, cool. Bram, bist du zufällig mein Freund? Ich bin dein Big Friend. Also, du glaubst mir jetzt eh nicht, aber glaub mir doch mal. Also es wäre schön, wenn du mein Freund wärst, weil die Karte hätte ich nicht gern bei meinem Gegner. Christian warum ist der selber. Ist nee, Dalu ist Christian. Er sitzt doch genau neben dir, von ja, daher ist kann nicht jede Dalu kann das zweimal da. Ja, ja, wie bei Formel 1. Jetzt muss ich mir erstmal merken, wer hier was ist. So, was haben wir denn hier? Okay. Der Braminator! Oh, Scheiße, ich habe drei Leben. Das ist gar nicht so viel. Böse. Okay, oh. Dann ziehe ich mal Karten, wa? Erstmal meine 5. Ah, ich krieg ja, genau, Leben muss ich mir erstmal nehmen. Ich krieg ein Leben mehr, weil ich Team Pietz mit bin und wir sind einfach so drauf. Das ist richtig. Wir sind ja auch 5. Ja, genau. Ja, das stimmt. Da hast du auch 5 verdient. Nochmal kurz shuffeln hier und 1, 2, 3, 4, 5. demnach darf ich auch nur 3 Karten ziehen, weil ich nur 3 Leben habe, richtig? Ja. Korrekt. Ganz schön nicht so geil. Cool. Gefällt mir. Warte. Nochmal der Unterschied zwischen Distanz und Reichweite. Distanz ist, wie weit man angreifen Distanz kann. Distanz ist, wie weit du weg Nein, Reichweite ist, wie weit Reichweite du angreifen kannst. Also wenn du, wenn du Sepp erreichen willst, dann brauchst Brauch du Reichweite. Reichweite. Wenn Sepp dich erreichen will, brauchst du Distanz. Genau. So. Okay, interessante Karten. Ich hab da noch gar nicht reingeguckt.
Das heißt, ihr habt jetzt alle gezogen, das heißt, es geht los, korrekt? Ja. Ich zieh zwei. Ich zieh jetzt nochmal zwei. So, wer ist mein Buddy von euch? Warum schwebe ich eigentlich? Peter, Team Monster Hunter. Peter, alle sind doch dein Freund, oder? Peter, wenn du Sepp direkt wegklatschen kannst, ja? Ja, go. Dann mach das. Dann hast du direkt drei Leben. Dann hast du die Logik. Wieso hast du Sepp verhält hier? Ich hab kein Sepp, er hat drei Leben und ist nicht in deinem Team. Ja, easy going, Peter. Wir müssen Action machen. Wir müssen Action. Talu? Also, ich muss hier erstmal meinen. Generell die Argumentation irgendwie cool. Deswegen bin ich da eigentlich auch für. So, Buddy Dana kommt jetzt hier erstmal am Stisse. Mit Fahrzeugen kann Felix perfekt umgehen, solange du ein Vehikel ausgerüstet hast, erhältst du zusätzlich +1 Distanz und +1 Reichweite und Dana gibt alleine auch +1 Distanz. Aber bevor ich also da irgendwas einstelle. +2 Distanz und +1 Reichweite. Ja, dafür brauche ich aber erst ein Vehikel. Was ist das denn für ein kriminelles Bild, ey? Beim Autofahren. Boah, auf diesem Gefährt fühlst du dein inneres Kind erwachsen. So, ich kann dadurch einerseits Block als Erfrischung benutzen, aber ich habe jetzt insgesamt drei Distanz. Insgesamt 3 und 2. Zähl da einfach zusammen. Nee, 3 und 2. Nee, 4 und 2. Warte mal, ich krieg ein Distanz hier durch. Dreimal auf Distanz. 2 Distanz durch Dena sind doch +3 Distanz, oder? Genau, richtig. Ich rede 4 und 2. Warte mal kurz. Ich habe gerade meine Playstation im Hintergrund. Fuck. So. Die Monster Hunter, bitte. Du klickst halt immer so oft schwebt darauf, Dena bei euch auch. Du klickst jetzt dreimal auf Distanz und einmal auf Reichweite. Wie der schwebt. Ja, bei mir schwebt Denas Karte. So, so würde ich das aussehen. Das ist ja schon mal gut. Ja, Peter. Ja, und jetzt schwebt. Action. Ja. Hey, Sepp, was bist denn du so? Ich bin dein Freund. Also nicht dein Freund. Ah, du bist jetzt auch mein Freund. Ja, nein. Freund. Ich bin nicht dein Feind, aber auch nicht dein Freund, Peter. Das heißt, wenn Sepp wirklich Peters Freund ist, liebes Team, dann machen wir dann Sepp oder Peter ist weg. Sepp hat gerade gesagt, er ist der Einzelgänger. Ja, dann mach den auch weg. Aber da habe ich ja nichts von. Da sollte ich doch besser auf die Hater gehen. Idee. Oh, ich muss mal in das Fenster zumachen gehen, der Hund geht gerade ab. Die Frage ist, wer ist ein Hater? Christian und Bram. Kann ich dir so nicht beantworten, Peter. Ist halt so. Aber ich kann dir sagen, hör nicht auf Dadukat. Als richtig. Ich weiß nicht, ob Sepp gerade einen klugen Move gemacht hat. Ich kann dir sagen, hör nicht auf den komischen Orange. Das mit alle der Rollen sind jetzt klar. Chris und, also die beiden Ingame-Dalukat sind die Hater. Ja. Wen könnte ich denn überhaupt angreifen? Jeden. Mit deiner Reichweite, jeden. Ich habe nur eine Reichweite von 2. Reicht trotzdem für jeden. Ja, Moment, nee, Dalu nicht. Da hätte ich, doch, da hätte ich, links ich hätte, da hätte ich kurz eine Frage zu Peter. Bei Peter steht jetzt bei Reichweite Counter 2. Heißt das, er kommt bis zu Dalu? Ja, links rum zu mir und rechts rum zu dir. Aktuell komme ich zu jedem, weil niemand irgendwas mit Distanz ausgerüstet hat. Mhm. Ja, klar. Ich wollte nur noch mal wissen, wie das funktioniert. Okay, super. Okay, ich weiß immer noch nicht, wen ich jetzt angreife. Greif die Ingame-Dalu-Cards an. Dalu, der labert ganz schön viel. Irgendwie. Wieso glaubst du dem nicht? Ich würde mich doch nicht mit allen anlegen, halt nicht, Peter. Das macht doch gar keinen Sinn. Nee, das macht doch keinen Sinn. Also, wenn man nicht genau weiß, wer es ist, macht eigentlich nur Sinn, zumindest dann Sepp einen mitzugeben. Aber wenn du Sepp nicht einen mitgeben möchtest, ja, ich meine, also besser als mir zum Beispiel, dann kannst du Dalu eingeben. Nein, bin das ist Dalu versucht, nein, Dalu, was ist Dalu? Ja, du versuchst es doch schon wieder. Es wirft sich halt keiner für dich in die Bresche sonst, also ist es doch... Okay, ich spiele erstmal Nachschub hier. Klar. Das Peter darf erstmal Karten ziehen. Oh, Peter hat viel vor, wenn er 2 Karten noch zieht. Peter, du kannst den einen viel von wegklatschen. Ach, jetzt gib mir doch noch mal eine Waffe hier. Komm, hier noch mal Nachschub. What? Geht nicht, geht nicht. Ah, das geht nicht. Du hast nee, die Karte. Ah, stimmt, sorry. Ihr habt nicht gesehen, wie die Karte von Peter heißt. Merkt euch das nicht. Die liegt auch nicht noch Nein, das ist eine andere gewesen. Peter legt noch was ab, damit die Karte verdeckt wird. Okay, ich mach erstmal Angriff, dann auf Christian. Da muss ich gerade mal noch einen Schluck nehmen und würde sagen, dann kriege ich leider einen Schaden. Und Christian war der Einzige, der nicht mal so getan hat, als wäre er mein Freund. Also muss der jetzt dran. Nee, ach, das brauche ich auch nicht, Peter. Freund, also schmeunt, Alter. Einen Feind kenne ich ja, Peter. Das bist du, ja? Das ist Peter. Oh, warte mal, ich habe gar kein Leben. Das verdenke ich auch für dich, Dalu. So, Twitter-Post jetzt auch auf Christian. Was ist denn Twitter-Post? Was ist das denn? Wähle einen Gegner innerhalb deiner Reichweite aus. Dieser muss sich einen neuen sinnlosen Tweet von Bram durchlesen und setzt für seinen nächsten Zug aus. Okay, dann lass die mal hier liegen, dann weiß ich Bescheid. Okay, super.
Und damit ist jetzt Bram dran. Ja, das war richtig nice. So gut, ja. Ey. Du greifst einfach an als Team Beat Sweet. Ja. Drauf geschissen auf erstmal gucken, wer was ist. Einfach so. Mal hoffen und drauf. Also ich muss erstmal weg vom weg von allen. Ja, das ist gut. Also ich weiß doch nicht so ganz, ob Bram oder Dalu mein Mate ist. Ich habe eine Frage, ja? Rein theoretisch. Wenn Dalu jetzt Peter angreifen will, muss der die 4 Reichweite von mir auch noch zusätzlich übernehmen? Nein, nee, muss er nicht. Nein, nee. Aber will ich ja eh nicht, von daher wäre mir das also egal. Ich habe aber auch noch mal so schön 4 Distanz. Ja, 4 Distanz, das heißt, man müsste zählen Bram 1, Peter 2 und dann plus 4, also braucht Dalu plus 6? Nee, du brauchst dann einen mehr als der. Dein Seine steht ja eh schon da. Er hat doch seinen 1, hat er ja schon da. Also ach so, das heißt, du brauchst 4. Weg. Ja, ein, also von Dalu ist er 5 weg. Genau, 5 brauche ich. Okay. Bram bräuchte auf seinem Ding auch 4. Gar also nichts. Nö, Bram braucht gar nichts. Weil er eine gute Aiming-Brille hat, ja. Ah ja, ja stimmt. Bram stimmt. Braucht ja gar nichts. Ich brauche überhaupt nichts, ja. Bram kann machen, was er will. Bram, bist du Hater? Deswegen finde ich auch seine Waffe, die er ausgelöst hat, richtig nice. Ja, aber was soll ich auf der Hand jetzt halten, weißt du? Bram, bist du Hater? So. Also, was erstmal wichtig ist, ja? Peter, vertraue mir nie. Habe ich eh nicht gemacht. Ich rüste erstmal Dena aus, ne? Dena ist schon eine coole Karte, weil jetzt kriege ich nämlich nochmal wie viel? 2 Distanz durch Dena, war und eine Reichweite. Okay, ja. Klack, klack, sonst bin ich bei 6 Distanz. Fickt euch alle. Und Bram kommt an alle ran, das ist schon krass. Ja, das kenne ich ja eh durch Dalu-Brille. So, ich greife Peter an. Ja, kriege ich einen Damage. Das ist ja schon mal schön. Bram, bist du ein geiler Typ? So. Bram ist auf jeden Fall ein geiler Typ. Was fragst du mich? Was willst du von mir? Du bist ein guter Dude. Ich bin... Ich habe fertig. Hat Sipke dich eben noch erzählt, er wäre der Einzelkämpfer? Ja. Der ist Dalu. Ich weiß ja nicht, ob Dalu halt mal... Bram, erstmal einen Truck, ja? Truck ist das Feines. Alter, ihr seid gut. Ja? Gib mir mal den Truck, ich kann ihn gebrauchen. Kannst du mir gerne wegnehmen, Peter? Kein Problem. Pass auf, jetzt greift er dich gleich an, Peter. Truck Schmack, sag ich immer. Oh, Mist. Vielleicht hat Peter auch gar keine Abonnenten am Tisch. Okay. Ja, jetzt, das ist richtig asozial. Jetzt mache ich auf eurem Channel ein Product Place. Ja? Was ist das denn? Was Alter, das wie viel Text hat euch hochgeladen? Wie wird die Community wohl regieren? Wirf einen Würfel. Beträgt die Augenzahl 1 oder 2, beschweren sich die Zuschauer über die mangelnde Kennzeichen. Was? Und du musst eine Karte von deiner Hand abwerfen. Wenn nicht, ist die Community zufrieden und du darfst 3 Karten ziehen. Also 3, 4, 5, 6. Ich leg ihn erstmal hin. Ja? Und jetzt? Oh, jetzt kommt die 6. Oh, da kommt wirklich die 6. Das erinnert mich irgendwie an Mensch, ärger dich, ja. Dalukat. Weißt du, ich werfe einfach mal 5 Sechsen hintereinander. Du musst halt nur eine 6 würfeln, ja? Das ist nicht so schwer. Ja, frag mal Jay. Finde ich voll geil, das Bild mit Apfelziehen und Jay dabei. Finde ich echt richtig gut. Aber das hilft nur, wenn da Haare mal waren. Ja, das stimmt. Nachwachsen heißt das immer, ne? Und nicht entstehen lassen. Ja, genau. So, wo nichts ist, da kann auch nichts kommen. Was geht denn jetzt ab? Bei Christian stacken wir mal kurz. Lol, er hat die Mine gemacht. Oh, er kann sofort. Ja, Moment, aber die Karte muss er ja trotzdem ziehen. Denke ich denn die oberste Karte auch auf, wenn ich nicht dran bin? Nee. Erst danach die Runde, hätte ich gesagt. Erst danach, ja. Wir bereiten dich nur schon mal vor. Langsam. Wie ist das eigentlich? Oh, ich will hier noch Karten ablegen, ich kann nichts mehr machen. Habe ich nichts verpasst. Die Regel allgemein, Duellkarten. Ja. Reichweite oder nicht Reichweite? Das stand da, glaube ich, nie drauf. Ich glaube, wir haben zumindest Duelle immer so gespielt, dass die Reichweite egal war, oder? Ich meine auch. Ich bin mir nämlich auch nicht sicher, aber ändert nichts, hab keinen, ich leg nur ab. Wow. Flugzeug. Oh, nice. Hättest du mir das nicht geben können? Du kannst gerne hier, ich hab noch mehr. Du kannst gerne meinen Truck klauen. Ja. Dalu hat Niki Airlines gekauft. Wenn ich es genauso mal nicht brauche, muss ich aber auch keine Karte ablegen. Nee, ich glaube nicht. Also du bist, glaube ich, gar nicht da. Gesagt. Okay, dann zieh ich 2 und Christian kann sagen, ah ja, und der ist dann Twitter weg wegtun, natürlich. Ne? Aber am nächsten Mal gibt's einen Bam-Skin. Hier, Sepp. Ja, du bist echt ein Spasten.
Ich spiele mal das Product Placement. Mal gucken, ob ich genauso viel Glück habe wie Dalu. Selbstverständlich. Oh, hast du. Ich darf drei Karten ziehen. Hippe, das ist ja schade. Wieso liegen die denn immer krumm? Das ist doch scheiße. Was? Sepp kann leider Tabletop Simulator nicht bedienen. Ja, das ist genauso wie ich mit dem Buch. Ja. Das gibt's doch nicht, ey. Das müssen wir unbedingt nochmal spielen, alleine schon, damit ich Jays Notizbuch nochmal lesen kann. Lol. Ich hab Andi gezogen. Und der liebe Andi ist richtig cool. Den mag ich. Er gibt mir eine Reichweite und wenn ich am Zug bin, decke ich die oberste Karte vom Stapel auf. Ist es ein Karo? Hat Andi ein neues Best-of gemacht? Da habe ich tatsächlich meine Frage zu. Das hält mich um eins. Gehen wir davon aus, Sepp hätte jetzt nur noch ein Leben, ja? Zwei Leben, Entschuldigung. Und der wird die Mine kriegen. Und die wird explodieren, logischerweise, wenn er dieses Karo kriegt. Du ziehst doch für beide Karten jeweils eine. Du sagst einmal, wofür du zuerst ziehst. Achso. Würde ich auch so sagen. Wann darf ich denn diese Karte triggern? Na, am Anfang von meinem Zug also nicht oder die gleiche, irgendwann in meinem nicht Zug? Die gleiche Karte gilt für beide? Nee, du ziehst pro Karte eine. Ja. Okay, ja, dann hat sich meine Frage komplett erledigt. Okay, meine Frage immer noch. Nur eine? Darf ich die irgendwann triggern oder wird die am Anfang des Zuges getriggert? Am Anfang des Zuges musst du erst sagen, okay, ich ziehe Andi und ich ziehe dann die Weil Melone. Vorhin oder war dein Switching von den beiden Dingern stand auch, wenn du am Zug bist. Das stand und jedes Mal. Da stimmt. War das noch anders. Das stand Frag jedes Mal, nur, wenn du am Zug bist. Das stimmt. Ja. Okay. Okay. Worauf haben wir uns jetzt geeinigt? Ja, auf gar nichts im Endeffekt. Ja, eben. dann mach ich das halt so, wie ich möchte. Das klang so, als wenn wir das am Anfang des Zuges machen. Ja, also bei Andi haben wir das immer so gemacht, weil sonst, das ergibt halt Sinn mit der obersten Karte vom Stapel, weil sonst hast du ja schon deine gezogen und veränderst dadurch ja theoretisch das Ergebnis. Genau. Ja, aber. Bin ich egal. Ja. Egal. Okay, ja, okay, gut, dann einigen wir uns darauf. Wen habe ich denn noch? Ich habe noch den. Nee, den habe ich nicht. Okay. Ich brauche mal was zu spielen. Sepp noch drei Leben. Okay, ich spiele ein Energiegetränk. Natürlich ist Seppjü. Das macht mich so krass, dass ich Peter zweimal angreifen darf. Das stimmt. Und Peter. Du kommst an Peter aber nicht ran. Nicht rankommst, genau. Doch, ich habe doch einen Reichweite durch Andi. Stimmt. Du brauchst aber Distanz, oder? Nee, das nein, ist der braucht Reichweite. Das sagt er! Was sind das für Kackworte, ey? Ja, danke schön, Peter. Distanz und Reichweite sind voll die komischen Worte. Kennst du dich noch? Ey, Dalu, okay, ich komm mich noch mal besuchen. Wie viel Reichweite ist es bis dahin denn noch? So, Peter hat zwei Schaden gekriegt. Bram, ich hoffe, du weißt jetzt, wer dein Mate ist. Ja, da kann eine das, Distanz von 4 überbrücken. Und damit. Nein, ist Christian dann der Einzelgänger? Ist der nächste dran. Was? Nein. Dalu ist der Einzelgänger. Ja, klar, keiner ist mein Abonnent, ist logisch. Ja, Peter! Ich bin's immer noch. Ja, schon klar. Dran. Ja, wer denn sonst? Wer soll's denn? Ja, eben. Sein? Ich. Ja, das wäre jetzt echt Tricksen, ey. Okay, jetzt darf ich den Nachschub aber nochmal ziehen. Bram, du musst das machen. Ich werde wahrscheinlich gleich tot sein. Zwei Schaden in einer Runde machen? Alles klar. Ja, habe ich auch geschafft. Und dann nochmal zwei, weil der wiederbelebt wird. Oh shit, der Peter ist einfach zu krass. Peter, du weißt übrigens, dass Sepp keine Angriffskarten mehr hat, sonst hätte er nämlich alle gespielt. Wenn du also eine Duellkarte hast, ja, habe ich aber spiele nicht. Gegen Sepp. Wenn du Karten raten kannst, dann rate zufällig, sag aber erst, ob du einen hast, dann kann ich dir zwei Namen sagen. Erstmal spiele ich auch Angriff. Oh nein, er wird geheilt. Noch nicht. Nee, durch meine Bobbycar-Fähigkeit kann ich Block als Erfrischung benutzen. Das heißt, ich kann mich um einen heilen mit einem Block. Ja, ne? Bobbycar ist echt krass. Na, Peter, das ist ganz schön. Ja, widerspricht mir, deswegen mache ich das. Ja, Block als sicher, Erfrischung benutzen. Ja, ich weiß nicht mehr sicher, ob Erfrischung heißt einfach einen heilen. Nee, Erfrischung ist ja die Heilkarte. Okay.
Ich komme nur an Sepp dran. Kein Problem. Du kommst nur an Sepp dran, ja. Du musst aber auch nicht angreifen, Peter. Du musst. Ja, ich greife mal Sepp an. Ja, ein Fehler, Peter. Kein Fehler. Das war wahrscheinlich seine letzte Blockkarte. Ich übernehme gleich. Okay, Dalu, was hältst du von Gangbang? Cobra, ja, machen wir. Okay, Gangbang, Junge. Peter, du Arsch. Du miese. Also ich block die Gangbang. Boah, ich kann ihn nie blocken. Christian könnte gleich einfach platzen. Peter, wir haben gute Chancen. Ja, ich hab wieder richtig. Boah, Christian hat noch zwei Leben. Krass. Eine Bombe auch vor sich liegen. Ja, aber ich so, hab ich habe jetzt hier noch, also eine Angriffskarte kann ich ja nicht mehr spielen, logischerweise. Noch nicht, Sepp. Warte mal. Eine Erfrischungskarte kann ich auch nicht mehr spielen. Hast du Friendly Fire auf der Hand? Nee, das ist das nicht. Die Ratenkarte. Rat von nee, dir. Nee, hab ich nicht. Ich bin durch. Bram ist dran. Wie viele Karo-Karten sind denn überhaupt drin? Ich habe alleine schon drei auf der Hand. Ich mal kurz zwei. Gefühlt zieht man nie eine, aber bei dir, weil du super zwei Leben hast, wirst du sie auf jeden Fall. Naja, das glaube ich nicht. Okay, Bram ist dran. Ist es dann ein aber Leben relativ gut, so wenn in der letzten Runde hatte Bram ja die Fähigkeit, er kann zwei Karten sich angucken und die Reihenfolge vertauschen. Für die Bombe könntest du die Bombe dann triggern oder nicht. Das haben wir letzte Runde auch festgestellt. Ja, genau. Das Problem ist, hat jetzt diese Runde keiner. Ganz kurze Frage. Erfrischen macht, wenn du tot bist, zwei Leben dazu, wa? Wenn du das tot bist? Ich kenn die Karte nicht. Kenn die Karte auch. Wahrscheinlich nicht. Kannst du die Karte, also wenn das da steht, ist es so, in dem Moment, in dem du stirbst, heilst du die. Achso, weil du die behältst. Ja, da steht doch irgendwas drauf. Moment, gibt die denn die Möglichkeit, einem überhaupt, kann man denn die auch außerhalb, wenn man tot ist, benutzen, um ein Leben dazu zu bekommen? Ja, du kannst die einfach auf der Hand lassen und wenn du dann stirbst, dann. Genau, aber die wird getriggert, wenn du die einfach auf der Hand hältst. Weil nicht, du musst sie nicht hinlegen, oder? Ja, okay, ich verstehe. Genau. Du musst die einfach danach legst du sie hin. Ja, also du bist tot und dann hältst du die um zwei. Genau. Okay, gut, aber die muss jetzt nicht hier auf einen dieser Slots legen. Nein, nein, damit die dann. Nee. Okay. Ich glaube, er blöft. Der hat die nicht. Er will nur, dass wir vermeiden, ihn anzugreifen. Dann ist leider alles kacke gerade. Die ist eigentlich cool, die Karte, aber das hilft mir nicht, weil Peter ist so weit weg. Was? Du kommst so voll an mich dran. Da fällt mir ein, Dalu, gab es nicht in den anderen Bang-Versionen, dass wenn die Karte das weitergegeben wird, mein Zug wird, ist fertig, ich muss eine ablegen und die. Nein, es gibt so Charges, die man drauflegen muss. Die hilft halt nicht, wa? Oh, aber es ist auch von Version zu Version. Da steht halt extra drauf, kann nicht erhöht werden durch alles andere. Das heißt, Dalu kannst du logischerweise auch nicht, korrekt? Deine Reichweite wird auf 1 reduziert und kann nicht erhöht werden, solange die Karte aus. Wie ja, du hast recht. Achso, ja, kann nicht. Theoretisch schon, ne? Also die Waffe würde dich denyen. Ja, genau, weiß ich doch, wa? Ja. Okay, dann lege ich die auch weg, weil dann habe ich das auch so verstanden. Dann bist Dalu dran. Echt? Nice. Ja, echt? Muss ich machen. Nice. Vielleicht darf ich auch gleich mal mitspielen. Das wäre super. Ja, du darfst. Also, das ist jetzt praktisch, ja. Wir haben erstmal noch einen Unterstützer, und zwar den Fabian Döhler. Oh, er muss aber dein Vehikel sein. Bei der kompletten Schussern bleibt kein Platz für Waffe oder Vehikel, ja. Die legen wir ab. Ja, ist nicht schlimm. Wir brauchen auf die Hand zurückgenommen. Oh, es wird auf die Hand zurückgenommen. Dadurch haben wir nämlich Reichweite, denn das ist ja das Wichtige, wie wir alle wissen, ne? Damit kannst du Leute angreifen, Dalu. Wenn du weißt, was Reichweite heißt, das weiß ja jeder. Ja, du kannst jetzt alle angreifen, außer Bram. Ja, das sind jetzt vier Reichweite in einem. Damit komme ich nämlich jetzt an Jetzt kloppt Peter um. Und ich mache ja jetzt zwei Schaden. Sehe ich das richtig? Richtig. Ne? Das hat okay, dann werde ich jetzt Sepp angreifen. Ich bin tot. Sehr gut. Guter Zug. Die Frage ist, bist du Hater? Das müssten wir jetzt wissen, weil dann kriegt nämlich Dalu... Ja, er muss ja eh umdrehen. Er muss die Rolle ja eh zeigen. Er ist Hater. Dalu kriegt Karten. Drei Stück, ne? Meine Handkarten und so verschwinden auch, nee, nicht deine Handkarten. Die werden gewastet. Drei neue habe ich auch im Kopf. Oh, Bram. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, Bram ist der Einzelgänger. So. Jetzt. Selbst wenn, hat er Peter angegriffen und hat mein Ziel verfolgt. Das, Kleiner Moment.
Drei Leben einen richtig halt geilen wenig. Klau auf Bram. Klau mir die Mine. Klau mir die Mine. Nee, ich muss Handkarte. Ja. Oder? Nimm eine seiner Karten auf die Hand. Also nee, auf deine auch. Hand. Nee, du kannst also auf deine jedes Hand. Wegnehmen, was Dennis du willst. Hat auch immer vom Tisch geklaut. Ja, macht genau. Es Sinn, was zu nehmen hiervon, Peter? Nee, ne? Für ja, doch, die Distanz muss, muss gefringert werden. Er kann werden, doch damit eh an alle. Ja, ja. Distanz, damit wir ihn angreifen Gott. Können. Nein, nein, nimm Dalukat, Dalukat. Okay, Moment, wie viel hat Bram denn jetzt noch? Drei runter unser für den Wagen und einen, weil ich kein Vehikel mehr habe. Was hast du jetzt runtergestellt? Reich? Nee, Distanz hast du runtergestellt, okay. Dann duellier ich. Wieso hast du jetzt noch drei Reichweite? Oh Gott, ey, Dalu machst du einfach alle weg? Kommt drauf an. Abwechselnd nee, Angriffskarten spielen. Entschuldigung, für den, okay. Aber das spielt ihr keine Rolle. So. Abwechselnd Angriffskarten? Ja, ja dann verliere ich ein Leben. Okay, und jetzt Weil. Würfel ich noch. Na, jetzt, da weiß ich nicht, ob er zwei war. Ich glaube nur ein. Ich mach zwei. Ist das Angriffsschaden? Ist das Angriffsschaden? Ich glaube nicht. Bin mir nicht sicher. Ist das Angriffsschaden oder nicht? Nee, wir benutzen Battle for One nicht als Angriff, sonst würde dafür auch die Reichweite zählen ja. Und auch okay. Blocken zählen. Aber ich würfel. Ja. Oh Gott. Ja, oh! Verkackt. Ja, okay. Ja, verkackt, ja. Ja. Niemand nimmt, ne? Also Dalu kloppt die Leute hier schon ganz gut runter, also so verkackt. Verkackt hat der Dalu. Das ist eine Schande, mein Abonnent zu sein. War keine perfekte Runde, Dalu. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Ja, da der Fahrer eh weg ist, schmeißen wir noch was raus. Ja, den brauchen wir nicht. Selbst Camaro einfach weggeworfen. Ja? Wer ist denn das noch? So ein Truck kann auch weg. Ja, dann bin ich fertig. Okay, damit ist jetzt Christian dran. Christian, ziehe eine Raute. 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 Maul halten, da kommt keine Raute. 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 Dann wandert die an Peter, oder? Oh, shit. Juhu! Bitteschön, Peter. Dankeschön. Mit freundlichen Grüßen von deinem lieben Dalukat. Die war nicht für dich. Danke, Sven, übrigens an dieser Stelle. Ja. Okay, jetzt siehst du. Ich darf endlich was tun. Ja, er darf was tun. Jetzt geht los, ey. Jetzt haut er mich runter, dass ich nur noch zwei habe und dann zünde ich die Bombe. Und. Ah, ne, ich bin ja Snobby D, Junge. Ja, du darfst dich, du wirst ja wiederbelebt. Vielleicht mach ich dir einfach drei Schaden jetzt. Okay. Ja, aber eine Frage, wenn ich Erfrischung hätte, ja, könnte ich dann sagen, nee, Snobby D triggert nicht, Erfrischung triggert, wenn ich sterbe. Na, Erik, den muss man ausmachen. Und behalten wir die Snobby D-Fähigkeit. Oder muss erst die Snobby D-Fähigkeit kommen und ich muss die Erfrischungskarte behalten bis zum zweiten Mal? Boah. Weiß gar nicht, haben wir eine Reihenfolge festgelegt? Es gibt keine Reihenfolge, deshalb dürft ihr beides entscheiden, also würde ich sagen, dürft ihr entscheiden. Würde ich auch sagen, es gibt hier kein vernünftiges Stapelsystem. Ja. Okay. Ja, wobei Peter, der kommt zu sagen, mach ich mal Merch-Shop. Wie viele Leute sind wir denn noch? Vier, ne? Jo. Eins, zwei, drei. Ich möchte auch noch gar nicht gehen. Du darfst gar nichts. Mama. Die alle genau falsch rum sind. Blaue. KP sind unsere Leben, oder? Ja, ja. Kraftpunkte. Ja, ich glaube, ich nehme die blaue. Ja, scheiße, Dalu, ich hätte sie genommen, damit die nicht gegen dich verwendet werden kann. Ist aber nicht schlimm, ist ja nur Fabian Döhler. Ich habe ja noch mein Handes voll. Was stand da drauf passiert, wenn mehrere Leute die gleiche KP haben? Kann er aussuchen. Dann kann ich mir das aussuchen. Ah. Dann so alles gut, Peter. Hauptsache, also, du verlierst dich. Nee, ich bleib über dir vom Leben. Ich nehme mir mal das Snipergewehr. Peter, heil dich mal. Hast du nicht die Fähigkeit? Nehme ich den Krotzbow. Nee, nix heilen, weil dann habe ich ja genauso viel Leben wie der Dalu. Da darf ich jetzt nicht mehr bekommen. Warum denn nicht? Willst du gleich spielen? Er darf nur zwei Karten auf der Hand halten. Wenn er die behält, kann er nur entweder blocken oder angreifen. Ja, aber ich kann versuchen, warte mal, ich kann drei Karten abwerfen, um ins Altenheim zu fahren, um mich dann zu heilen. Das ist auch schön. Könnten Dalu angreifen. Ich greife mal Dalu und an. Dann vielleicht die KP machen. Das ist eine gute Idee. Bin eine gute Idee. Kommst du an mich ran? Wobei, zählt die Melonenmine als ausgerüstet? Ja, nein, wa? Was?
Würde ich nicht sagen. Blauen spielst und dann Peter die Melonenmine abnimmt. Peter, das, die machen das ganz schön geschickt. Ja, das muss ich auch sagen. Ich kann nämlich nicht blocken. Ja, scheiße. Du darfst noch eine Karte ziehen jetzt. Und du ziehst eine Karte, Jan. Ja, ganz ruhig. Alles nacheinander. Gucken wir mal, was haben wir denn da? Warte mal, habe ich sowas schon? Nee, sowas habe ich ja noch gar nicht. Damit mit Dalu jetzt wegrotzen. Ich guck gerade mal, was denn hier alles so passiert. Schon Peter, wir müssen gleich einfach Bram irgendwie knacken. Ja, das Problem ist halt echt schwierig. Die Angriffskarte von, also Dalu hat halt, ich muss mal gerade erzählen, ja, damit auch die Zuschauer ein bisschen nachvollziehen können, Peter hat halt super viele Karten da am Tisch liegen, die ich dem gerne abnehmen würde. Das Problem ist, dass Dalu den Angriffsschaden hat, der halt echt reinknüppelt. Und ich bin mir gerade unsicher. Boah, Peter oder Dalu? Peter wird sogar noch geheilt von anderen. Peter wird aber noch mal geheilt. Dann lass doch lass Dalu wegkloppen. Also ich würde tatsächlich Dalu die Angriffsschaden Peter wegmachen. Peter ist viel zu schwer halt zu töten. Der macht halt 2 Schaden jedes Mal, wenn er angreift. Ja, Dalu dann, warte. Dann dass ich noch Fabian Döhlers Zwillingsbruder auf der Hand habe. Erstmal sinkt er der Reichweite, Schnucki. Kurz, ja. Ja. Ja, aber kurz reicht manchmal ja schon. Kurz, schwurz, ja sag ich immer. Boah, krass, dann kommt das nämlich auch genau hin. Ich hab, ja, dann bin ich fertig. Peter ist dran. Okay, ich nehme erst die Karte für Andi. Ja. Mhm. Ja. Also, ob ich um einen geheilt werde. Oh, das, vielleicht war das ein Fehler. Das ist jetzt Kreuz und die nächste ist Karo, bitte. Okay. Das ist Kreuz. Jetzt gucke ich für die Melone. Leck mich. Ja! Wie geil. Knew it. Das ist echt. Christian hat sich schon angeguckt. Das war ja, das war jetzt irgendwie. Okay, ich habe kurz eine Frage. Wenn ich sterben sollte und beispielsweise durch Erfrischung oder Snobby D am Leben bleibe, muss ich trotzdem meine Karten ablegen? Bei Erfrischung nicht, bei Snobby D wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ist gut. Ja, bei Snobby steht, wenn dein Leben auf 0 fällt, wirst du wiedergeboren. Bei Erfrischung steht, glaube ich, wenn deine HP auf 0 fallen würde oder sinken würde, steht bei Erfrischung. Okay. Das heißt, in dem Moment würdest du gar nicht erst sterben. Ich verstehe. Achso, dann ziehe ich erstmal 2 Karten. Du stirbst und bist wiedergeboren. Ne? Also stirbst du erst. Und dann genau. Ja, genau. Das. Okay. Komm, knüppel einfach Bram weg, dann sind wir noch im Business. Bram ist nämlich nah. Also, ich bin ja vor Christian dran. Ja, leider. Was macht der? Ich glaube, erstmal Dena zurück. Oh! Alle wollen sie Dena haben, ey. So, jetzt muss ich kurz gucken. Er bringt halt Reichweite, ne? Verlierst eine Distanz, Schnucki. Ich bekomme jetzt noch plus 2 Distanz dazu und eine Reichweite dazu. Das ist korrekt. So. Natürlich vergessen einzustellen, hoppla. Das zackt doch jetzt hart. Wer von denen hat, also der, Christian hat noch Block, hat hier quasi noch Gronkh. Ja, du versuchst Bram wegzuklatschen. Also Bram, ich schick dir den Hasskommentar auf den Hals. Oh! Vor allen Dingen von Dalu, ihr Spasti. Den habe ich genauso Dalu geschrieben. Ich erinnere mich. Oh Gott, du bist so Alter, wie geil ist das? Das ist schön, dass es genau 1337 Likes hat. Also wirkt wie Angriff, das heißt, bitte. Kannst du blocken, wenn du blocken kannst. Ja, das wirkt wie Angriff, das könnte ich blocken. Kann er nicht. Block ich, kann ich nicht. Den machen wir, Peter. Hau ihn weg. Oh, Bram. Wir werden voll weggemuscht. Ich muss gerade fair sein, ganz Karten, kurz. Ne? Ich meine, das ändert jetzt nichts an der Sache, aber ich muss Andi entweder ablegen oder zurück auf die Hand nehmen. Echt? Steht das da? Nee, ist auch ein Unterstützer. Ach, Unterstützer nimmt man auf die Hand? Wenn die ausgelöst wurden. Ja, nee, aber Dena ist auch ein. Und Dena habe ich ausgespielt.
Ah. Nee, da, achso, da musst du ihn wegspielen, dann, ja. Dann müsstest du, ja. Gut. Aber ändert an dem Hasskommentar ändert es nichts, weil da ist. Aber sehr vorbei. Ein Reichweite weniger. Ja. Oh. Ach, ja, er hat null. Er kann sich nur noch selber angreifen. Peter, Peter, ich habe aber drei. Nee, nur zwei, sorry. Ach, verdammt. Das ist schon schwer. So. Ich hätte, okay. Hätte nicht gedacht, dass Peter mal so tief sinkt und sich selber backsteppt. Also ja. Bei anderen Leuten kannst du das ja gut, aber. Okay, Hasskommentare wirkt wie Angriff. Das heißt, ich darf jetzt aber auch keinen Angriff mehr spielen, richtig? Das weiß ich nicht. Geht doch um dieselbe Karte, oder? Da steht denke, ja nur wirkt wie Angriff. Genau. Aber in der Hinsicht nur, ja? Ich wollte das jetzt nicht entscheiden. Das will jetzt keiner entscheiden, weil das halt böse wird. Wo, wir müssen ich bin der Meinung, dass das wirkt wie ein Angriff. Ja, so also wirkt. Ja, also wirkt nicht wie, Angriff, aber nicht ist. Nee, du darfst einen lass Angriff uns doch finden, einfach. Ja. Ach, guck mal, plötzlich findet Peter in seinem Inventar noch die Sniper Rifle. Ja. Wo kommt die denn her? Nachdem er ja den Slot freigemacht hat, weil da zwei Unterstützer lagen. Ja, ey, ich bin nur fair geblieben. Okay, pass auf. Also wirkt wie Angriff, haben wir gesagt. Gauk. Gleich jetzt auf dem Bram, Junge. Ja, das ist natürlich kacke. Okay. Ich überlebe mit. Mit einem. Also es bleibt so. Er hat ja, theoretisch genau. Hat er es geblockt. Genau. Oh. Battle for ja. One. Aber jetzt darfst du auf keinen Fall mehr angreifen, weil den Gauk da, den hast du als Angriff benutzt. Ne? Ja, definitiv. Genau. Ja. Aber Battle for One kann er noch spielen. Und ich bin heißt, fertig. Und das heißt aber auch, dass wir sagen, wenn er darauf wirkt auch. Wie Angriff, dass man trotzdem noch angreifen darf, ja? Oh oh. Das ist also ein Gangbang. Ja, ich Gangbang bin durch. Bram genau. Ist dran. Gute, Ian, zieh erstmal zwei Kärtchen. Oh, was hat Bram vor? Da war die auch. Die Frage war doch nicht umsonst. Ja, die Frage war ein bisschen suspicious, Bram, aber ich, das sehen wir jetzt, was Bram davor hat. Erstmal. Ja, ich wollte nur wissen, dass das hier jetzt gleiches Recht für alle ist, wa? Musst du irgendwann. Du kriegst eine Distanz nee, dazu. Ne? Erstmal. Oh, guck mal, welcher Idiot das auf null getan hat. Ja, nee, Moment, ich bin noch nicht fertig. Ja, das geht auf minus 1, Peter. Er haut sich selber. Oh ja. Emma ist am Stissel. Oh, die hübscheste Karte zumindest. Ja, okay. Ja. Solange Emma auf sie aufpasst, ja, weil das der beste Wachhund aller Zeiten ist. So, 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 okay. Oh, ich hab dich lieb, nimm alles von mir, was du möchtest. Das ist jetzt voll eine lustige Kombination, ja. Karten von dir können weder geklaut noch entfernt werden, ja. Aber was ist denn mit den Flammenopfern? Nee, das geht dann nicht. Das ist ja weder geklaut noch entfernt. Die werden geopfert. Ich würde sagen, das negiert. Das ist ein Unterschied. Okay, let's go. Okay, wie machen wir das jetzt? Also. Ram, du schaffst das. Ramen. Ja, erstmal zocke ich mir jetzt ein Leben. Okay, wegen Bobby Car. Ja. Genau. So. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Ich glaube, dass das gut war. So, und dann ist es das. Was? Das war's. Komm schon. Ja, wenn er mich tötet, ja, Dalu hat dann wieder hat ja Christian Karten gewonnen, aufhören. Ist das Problem. Ja, du stirbst ja nicht. Ach ja, das kommt auch noch dazu. Okay, Bram. Ja, das bin ich. Ich möchte gerne einen Witz erzählen. Ja. Willst du einen Witz erzählen? Oh. Ja. Ich hab Noise-Canceling-Kopfhörer. Ja, hab ich auch. Okay, Bram. Ja. Oh, oh. Jetzt geht rund. Ich würde mich gerne mit dir duellieren. Oh, oh. Ja, dann machst du nichts, dann verliere ich noch ein Leben, aber dann habe ich nur eine Frischung, wa? Oh. Boah, ist das eng. Bram? Ja. Ja, ich hab keine Karte mehr. Ja, ist schon klar. Aber ich hab keine, da liegen noch fünf. Das ist meine Armbrust. Oh, das ist Gott. Mein Supporter. Wie die Sparkassenwerbung oder ja, was das früher war. Und das mein Haus, mein Boot. So, dann stell mal ein, Dalu, da bin ich mal gespannt. So, okay, ja. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist, wie oft wurdest du getroffen? Einmal, ne? Mhm. Könnte noch würfeln, richtig? Ja, du kannst deine Karten ja nicht zerstören. Wegen Emma. Ich kann Emma nicht zerstören, oder gar keine. Keine. Karten von dir. Von dir. Aber er muss sie den Flammen opfern.
Ich Nein. Ja, du bist dran. Bram ist, aber, ich rufe aber, jetzt schnell an, hallo. Das heißt aber auch, dass Brams Handy, ja, also Karten ja niemals geändert werden außer können. Außer er wechselt den Supporter. Er oder er stirbt. Ja, aber das wird ja nicht passieren. Oder er stirbt. Bin wiederbelebt. Ich werde mal kurz kann ich eigentlich, da das hier nicht beisteht mit, wenn du am Zug bist oder jedes Mal, wenn du am Zug bist oder so, kann man theoretisch immer drei Karten abwerfen, um ein Leben zu regenerieren. Also mal angenommen, ich habe noch ein Leben, Bram attackiert mich, ich würde sterben und würde dann sagen, okay, ich werfe drei Karten ab und kriege ein Leben. Nee, du bist ja nicht dran. Ja, aber das steht da nicht, dass ich dran sein muss. Das steht ansonsten immer da drauf. Ist ein Punkt. Da gerade zu meinen, da gerade zu unseren Gunsten ist, bin ich der Meinung, ja. Ja. Nee, das ging nur ums Prinzip. Also, das Keine ist jetzt gerade in der Situation nicht relevant. Ja, lol, was ist das denn? Ich finde, da ist Bang immer unglaublich schwer. Du stößt so oft auf Situationen, die halt keine. Also, ich verstehe das, wo das herkommt. Normalerweise legt man ja gar nichts ab, wenn man nicht dran ist. Aber. Genau. Deswegen kann es sein, dass er nicht extra dazu geschrieben hat, aber es kann auch sein, dass dazu gedacht ist, dass du das immer machen kannst. Deswegen im Zweifel für den Angeklagten, würde ich sagen. Wie sehen eigentlich hier die Reichweiten- und Distanzdinger aus? Ich habe 4 Reichweite. Wie viel Distanz hat Dalu? 1. Nee, das kann ja nicht, Dalu. Du hast schon wieder da nicht rumgestellt. Oh! Dalu, du hast 2 Distanz, oder? Sehe ich das richtig? Distanz plus 1. Guck mal. Reichweite, zack. Reichweite 2, Distanz 2. Peter, Distanz 4. Ach, Peter ist wieder weggerannt, ey. ist wieder weggerannt. So unreal, so surreal, wenn Peter rennt. Ja. Ja, so unrealistisch, ne? Boah, ich habe echt die besten Karten aller Zeiten gezogen. Warte mal, außer aller noch hier ausgerissen, okay. Kann man Sachen, die hier auf dem Ding liegen, kann man die tauschen? Ja, wenn du halt, nee, du kannst halt, wenn du die austauschst, musst du die da liegt, wegwerfen. Also so ja, okay, musste ich das gerade machen. Das ist ja nicht schlimm, aber ich könnte theoretisch hingehen und sagen, ich habe eine Unterstützerkarte noch auf der Hand, die kann ich tauschen. Und die müsste, achso, nee, dann müsst du Gronkh weggeworfen. Genau. Ja. Okay. Puh, boah, das ist aber auch kacke. Na komm, bevor ich gar nicht mehr dran bin, hier das Spiel irgendwie so auf irgendeine Weise endet, machen wir mal Hard Reset, Freunde. Alle Karten abwerfen, außer wahrscheinlich Bram. Lol. Okay. Eingeschlossen. Holy shit. Krass. Alles klar, Bram erstmal hart gepusht. Ich glaube, Bram ist der Einzelgänger, der alle töten will, oder? Das könnte jetzt echt gefährlich sein noch. Die muss weg. Christian ist noch der Einzelgänger. Dankeschön. Alter, da mit der Distanz, obwohl ich jetzt nur 2 Distanz habe, ist das gerade echt so. Ja, keiner kommt da nicht dran. Gut. Ja. Aktuell noch so. Ja, Schnucki, ne? Du musst ja mal runtersetzen. Hätte ich es mal nicht hochgesetzt. Christian hat den wieder rumgefuchtelt. Ja. Ja. War alles richtig. Scheiße. Ja, nun ist gut. Sollte echt der YouTube-Mitarbeiter mal gewinnen. Dadurch wird es übrigens unverschämter, dass du bei YouTube arbeitest. Und ein Hater. Dalu ist der YouTube-Mitarbeiter, Peter. Ja, ja, natürlich, wer ist denn mein... Ich bin nicht der YouTube-Mitarbeiter. Theoretisch ist Dalu gerade jede Dann Rolle könnte sein, dass Christian der YouTube-Mitarbeiter ist. Einer von euch beiden, weil wer soll denn sonst mein Freund sein, Bram? Das bin doch ich, das ist doch jetzt wohl klar, oder nicht? Peter zweifelt da immer noch dran, das finde ich okay. Cool. Nein, ich zweifle da gar nichts. Also ich frage mich nur, ob Christian oder Bram der Hater ist. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Also ich glaube, Peter, der Bram, der ist der Hater. Weil der hat dich direkt angegriffen am Anfang. Was haben wir denn hier alles für Karten? Christian dümpelt so ein bisschen rum. Eine Distanz. Ich glaube, ich versuche mal Bram anzugreifen, wenn das geht. Weißt du? Okay, das ist ein interessanter Move, muss ich sagen. Bis jetzt ja. Warum?
Warum? Kam jetzt unerwartet. Ja, er will drei Karten haben, der Christian. Du bist der Hater. Ja, das mag ja sein, aber will der alleine gegen euch beide spielen? Ja, ja. Gut, ich bin tot. Dann spielst du alleine gegen euch beiden. Schade, Bram. Das war gut für uns, weil das Geile ist jetzt, dass Peter und ich nacheinander dran sind. Ja, ich finde das nämlich jetzt gerade auch ganz angenehm. Aber er ist noch dran, ne? Er kann theoretisch jetzt noch richtig hardcore warten. Ja, machen. Gut, wenn du stirbst, kommst du neu. Und wenn ich sterbe, komme ich auch neu. What the fuck? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich dachte, wir killen jetzt zusammen erst Dalu und dann sticht er mich ab. Ja, das wird nicht passieren. Das geht nicht. Okay. Da fällt mir ein. Ja, dann vielleicht ist Christian dein Abonnent. Das wäre der geilste Shit. Ich darf noch eine Karte ziehen, fällt mir ein. Guck mal. Warum? Ja, stimmt. What the fuck? Wie dem auch sei, irgendein Dalukard wird nämlich gewinnen, ja? Ja, das stimmt. Graf Dalukard, ja, Dalukard mit der Brille oder der echte. Block plus ein Distanz oder Angriff. Nimm den. Okay. Ich nehme den Merch-Shop. Ja. So, dann muss ich noch Sachen abwerfen. Ich bin immer noch hart verwirrt, Christian, was dein Plan jetzt ist. Ja, ich bin jetzt auch mega gespannt, was jetzt passiert. Weil der Einzige, der auf deiner Seite ist. Peter, hast du den Block bekommen oder das Auto? Ich habe Dena bekommen. Weder noch, also. Ja, Dena halt. Dena Schmäler sagst du immer, ne? Dena Schmäler. Mikkel muss auch gehen. Mikkel hat aber auch Babyfuß. Der Obst verpufft auch einfach. What? Das ist nicht sein einziger Block. Wieso Block? Das ist ein Angriff. Peter! Okay, erstmal zwei Karten ziehen, ne? Okay, du musst ihm den Block nehmen und dann werden wir den Block brechen. So, erstmal wieder hier. Wieder Felix ist mein ewiger Begleiter diese Runde. Möchte ich ohne Scheiß. So, Moment, ich habe jetzt plus 1 Reichweite und 1, 2, 3, plus 3 Distanz. So. Das heißt, angreifen kann ich Christian. Ich weiß, Christian hat einen Block, aber ich probiere trotzdem. Okay, Block ist genommen. Und das war's. Komm jetzt. Nein, ich muss eine Karte abwerfen. Weglegen. Sorry. Das Herz der Karten. So, nochmal den Rollator gehabt, ey. Ja, der scheiß Rollator, ey. Erstmal Nachschub. Das ist schon mal gut. Pump dich richtig hart auf, Junge. Zwei Damage musst du dir machen. Dann, erstmal ohne, warte, lohnt sich das schon? Wir nehmen den Feuerpfeil. Den braucht man. Und dann setzen wir uns noch in den American Truck, um ein bisschen weiter abzuhauen. Ja. Dann greife ich Christian einmal an. Mhm. Okay, jetzt würfel ich, in der Hoffnung, er verliert seine Range. Wird nicht passieren. Das ist doch nicht wahr. Dein Held hat dir noch gar nichts gebracht. Okay, so. Jetzt riskieren wir, ich nehme den Merch Shop. Ja. Was mit deiner Waffe? Kannst du eine Handkarte des Spielers entfernen? LOL! Ey, das hast du voll vergessen. Wieso hilft denn Sepp dir jetzt? Der ist doch Sepp, vielen Dank, dass du mit am Tisch bist, ja? Dankeschön. Tut mir leid, dass ich dich am Anfang gefokust habe. Was davon könnte Christian noch den Hintern retten? Ja, Erfrischung. Ja, das ist aber noch was anderes. Was machst du denn, Domi? Nee, ich nehme die Erfrischung, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Ah, das Problem ist. Guck mal, Christian hat. Oh, du kriegst Emma, das ist aber gut. Entschieden. Okay, das Problem ist, ich kann nicht mehr angreifen. Deswegen kann ich jetzt nichts mehr tun, aber du weißt ja, was er auf der Hand hat. Es geht nur noch darum, was er zieht. Ja, er hat Domi auf der Hand. Du bist dran, Christian. Ein Unterstützer ist Domi auch, oder? Ja. Erst Karten ziehen, ne? Wobei, du kannst von mir so vorher wechseln, macht keinen Unterschied. Nee. Wechseln, dann kommen wir gar nicht mehr nicht ran, Peter.
Da komme ich schon jetzt nicht mehr an dich ran. Du hast 4 Distanz. Eieiei, komme ich gar nicht an dich ran. Wieso? Du hast so eine Reichweite von 4, oder nicht? Ja, dann kommst du dran. Du gehst ja nach links. Du gehst ja links rum. Wenn der Wert gleich ist, kommst du dran. Und du startest ja auch mit 1-1 und kannst den neben dir. Ja, du darfst nicht down gehen. Dann greife ich Pillar an. Okay, Block. Sehr gut. Eine Karte von denen auf der Hand. Einmal hat Peter noch 2 Leben in der Hinterhand. Das ist sowieso mega krass. Das ist jetzt blöd. Ja, aber selbst wenn der Peter gekillt hat, ist. Ja. Er hätte doch immer noch 2 Leben. Ja, ich weiß. Aber die Karten, die ich gezogen habe, sind halt scheiße. Okay, er geht weiter weg. Er geht weiter weg. Da komme ich jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt, käme ich gar nicht an ihn dran. Du bist fertig, Christian? Ja. 1, 2. Dö, 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 dö. Was hast du denn da? Er zieht halt genau die Reichweitenkarte. Leck mich doch am Arsch. In die Frage ist, ob die andere Karte jetzt ein Angriff ist. Weil er hat noch Emma auf der Hand. Ja. Und Peter? Ja? Hast du natürlich ja. Ich habe jetzt hier den Unterschied. Ich kann mich jetzt hier entscheiden. Wen werfe ich weg? Zwischen Emma und wer? Was würde passen? Zwischen Emma und Oscar. Emma. Ja, fast. Oscar? Schlimmer. Sammy wäre weg. Gesagt. Peter, du bist fertig, ne? Ja, ich bin fertig. Ach, Mann, wir kriegen ihn nicht. Nee, Christian, was war ich denn Plan, mich zu killen? Das habe ich nicht verstanden. Ich hatte halt die Überlegung, ich kriege halt 4 Karten danach und hätte halt versucht, irgendwie da Sachen mitzumachen. Okay, Christian. Ja, aber 6 Leben? Allein? Ja, dass er nicht die klügste Entscheidung war, das ist mir auch klar. Okay, aber was heißt denn 6 Leben? Peter hat nur noch 3. Also, möchtest du lieber einen Witz von Jay hören oder einen Hate-Kommentar lesen? Oh nein. Ich fange mit einem Witz an. Ja? Oh nein, das ist das Schlimmste. Okay. Witz-Schmidt, sag ich immer. Ja, aber das kann ja nicht geblockt werden, also kriege ich auf jeden Fall einen Damage. Außer du hast Noise-Canceling-Kopfhörer, das ist nein. Ja, aber du weißt, dass ich dadurch auf jeden Fall tot bin. Und da du jetzt down bist, gibt's doch hier einen Hate-Kommentar. Hey, du hättest ja noch Erfrischung haben können, oder? Nee, habe ich aber nicht. Erfrischungen habe ich alle auf. Oh, Mann! Holy shit, ey. Habt ihr beide gewonnen sogar? Keiner von euch down gegangen. Nicht mal gestorben, Dalu. Nice one. Du bist ein toller Abonnent, auch wenn du zwischendurch scheiß Hater-Kommentare absetzt. Aber ansonsten bist du ein toller Abonnent. Bramina. Pete's Me-Fan der ersten Stunde. Ja, das passt ja zu dir. Ja, das war eine schöne Runde Bang mit vielen Überraschungen. Und wir haben festgestellt, es ist viel besser, wenn man zu fünft ist. Und dann geht es halt nicht nur 10 Minuten. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.